Vohol piangente. Andy Warhol sagte, "They always say that time changes things, but you actually have to change them yourself." Genau das haben Sandro Porcu und Tom Glöss mit ihrer Arbeit Vohol piangente getan. Es existieren unzählige Fälschungen und Plagiate von Warhols Siebdrucken, von denen er die besten zu Lebzeiten anerkannte. Und das hätte er sicher auch bei dieser komplexen Arbeit getan, die als Kinetic Pop Art das Werk Warhols weiterentwickelt und neu interpretiert. Bei dem Kunstwerk handelt es sich um reproduzierte Warhol-Selbstporträts, die in den Grundfarben Blau, Gelb, Rot und Grün ganz im Stil Warhols dem Porträt unterlegt wurden. Vor jedem einzelnen Porträt steht eine Campbell-Soup-Dose in der entsprechenden Farbe auf dem Boden. Die Dosen sind jenes Motiv, dessen gleichförmige Verbildlichung Warhol 1962 zum Durchbruch verhalfen. Er bezeichnete sie derzeit selbst als Porträts von Suppendosen. Nicht allein die Bewegung des Bildes, sondern auch die Rückkopplung an den katholischen Heiligenkult, bei dem insbesondere bei Madonnen- und Christus-Ikonen Tränen oder Blut aus den Augen fließen, macht diese Warhol-Ikone zur Reliquie. Wie soll dieser Künstler etwas anderes als Farbe weinen, wenn er von sich selbst behauptet, er sei eine Maschine? Aber warum weint er überhaupt? Die Madonna weint, weil sie getröstet werden will, sagte Johannes Paul II. Über die Madonna Piangente. Die künstlerische Arbeit von Sandro Porcu und Tom Glöss meistert mit Bravour den Spagat zwischen Museum und Wallfahrtsort, Kunst und Religiosität, sowie Kunstgeschichte und Heiligsprechung.